Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Wir haben diesen Mistkerl endlich, da drinnen einsperren können. Bringen Sie den zum Dach des Priester del Sol. So, das ist jetzt der nächste Teil, schon mal gut. Oh, ich bin hier falsch. Aha. Nicht, dass ich da irgendwann mal drüber laufe. So. Natürlich. Ne, hier ist ein... Aua! Hä? Eine Wetkakerlake? Was zur... Okay. So, was? Aha. Der Mann am Gitter. So, da ist die Villa. Das heißt, hier irgendwo ist wieder der Brunnen, wo ich hin muss. Denke, weiß ich. Ah ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Diese Narben. Was ist passiert? Hat sie jemand aufgeschlitzt, oder? Ja. Dean. War das der Boss, der da über dem Brunnen geschwebt ist? Der Kerl, der uns diese schicken Schlipse angelegt hat? Der weiß, wie man einen Auftritt hinlegt. Wenn er nur leiser wäre, sonst überrennt das Geistervolk noch die Tore. Vera-Hologramm hin oder her. Was sagen wir über diese Gala-Veranstaltung, die wir aus... Wissen Sie über die Gala-Veranstaltung, die wir auslösen wollen? Es sollte die feierliche Eröffnung des Sierra Madre werden. Reichlich Licht, Musik, das volle Programm. Und er wollte die Gala-Veranstaltung benutzen, um das Casino zu eröffnen? Aber das ist... interessant. Ja, wirklich interessant. Denken Sie, was ich denke? Klar. Vielleicht Stromverlust. Das Sicherheitssystem wäre so lange ausgeschaltet, dass es uns reinlässt. Aber wie kommen wir raus? Nein. Das Ding ist dann so zu wie das Reservierungsbuch im Franz. Oder Danny Parkers Schließmuskel, wenn es um Trinkgeld für den Türsteher geht. Die Casino-Generatoren versorgen die Gala-Veranstaltung? In Ordnung, sehen Sie. Dann war halt nicht alles an der Villa der Gipfel der Klugheit. Zum Durchziehen der Gala musste der alte Sinclair einfallsreich sein. Die Sierra Madre-Ankündigung zum Beispiel, die war nicht nur fürs Casino. Die Gala ist mit dem Casino verbunden, zieht Strom ab. Könnte sein, dass das die Systeme zurücksetzt, um wie geplant noch einmal die Tore zu öffnen. Was sagen Sie über das Sierra Madre-Signal? Nun, Veras wunderbare Stimme braucht den Strom des Casinos nicht. Ihre Übertragung ist mit dem Notfallsender des Sierra Madre verbunden. Sie wissen schon, im Fall eines Angriffs, raten Sie mal, in der Nacht der Gala-Veranstaltung wurde das Notsignal ordentlich ausgestrahlt. Aber weil die Übertragung mit der Gala-Veranstaltung verbunden war, kriegen sie statt des Notsignals Veras Stimme im Radio zu hören. Toll, was? Es ist also keine Eilung, sondern ein Hilferuf. Klar, das letzte Lied des Sierra Madre. Und nur wenige bekommen es je zu hören. Schon ein bisschen traurig, aber was soll man da machen? Laut dieser Markierung sind sie für ein Plätzchen im Puesto del Sol vorgesehen. Nein, sieht aus wie ein Dach in Puesta del Sol. Schöner Ausblick damals. Jetzt will man da sicher nicht stehen, wenn die Veranstaltung losgeht. Im Frühling, Sommer, Herbst und ein bisschen auch im Winter macht das Geistervolk da gerne Urlaub. Also keine gute Gegend. Wenn wir dahin wollen, gehe ich sicher nicht allein. Und falls Sie die tolle Idee haben, mich dahin zu schicken oder dort zu lassen... Nein, danke. Irgendeine Idee, wieso er sie dort haben will? Partner,
Ich bin nicht sicher, ob der alle Karten im Stapel hat. Mein Tipp? Einfach ausschalten. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Er meint wohl, dass der starke Mann woanders gebraucht wird. Auch wenn der starke Mann da geteilter Meinung ist. Und ich schätze, wo man den alten Doggy braucht, da braucht man kein Hirn. Hoffe ich zumindest, denn ansonsten sind wir mächtig am Arsch. Was ist mit Christine? Christine, so heißt sie also. Schöner Name. Nicht sehr gut für Plakate geeignet, aber egal. Ich weiß nicht, sie könnte ja einen Posten übernehmen, wo das Sprechen keine Rolle spielt. Beleuchterin? Bühnenarbeiterin? Licht? Keine Ahnung. Und ich? Ich hatte schon erstklassige Gastspiele in Europa. In New York. Und dieser Gig hier fühlt sich einfach nicht danach an. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich kann die Zuschauer in meinen Bann schlagen. Alles von oben dirigieren. Aber hier bin ich das fünfte Rad am Wagen. Hochmut kommt vor dem Fall, mein Junge. Das fünfte Rad. Nutzloser Ballast. Jemand mit dem Werkzeugkasten. Die Schwester mit dem Skalpell. Der Chauffeur, der einen zum Konzert fährt. Er braucht da oben auf dem Dach nur einen Kerl mit zwei gesunden Händen. So wie ich aussehe, zähle ich wohl nicht für ihn. Armer Kerl. Ich habe noch andere Fragen. Natürlich wollen Sie das. Dann lassen Sie mal hören. Sind hier noch andere Leute auf der Suche nach dem Sierra Madre 3? Touristen, bitte ich. Sie bleiben nie lang. Und sie bleiben nie lang am Leben. Wenn sie die Wolke, das Geistervolk und die Fallen überleben, erwischt sie die Gier. Und sie wollen sich gegenseitig ans Leder. Die Besucher haben sich alle gegenseitig umgebracht? Sicher. Erst denken sie sich einen Fluchtplan aus. Wenn das geschafft ist, kommen sie auf die Idee, dass sie sich alles unter den Nagel reißen können. Sie wägen die Wahrscheinlichkeiten ab, gehen Risiken ein und schalten sich dann gegenseitig aus. Sprengstoffhalsband hin oder her. Aber seltsam, dass die Sprengstoffhalsbänder früher nicht so miteinander verbunden waren. Da hat wohl jemand erkannt, wo das Problem liegt. Und was mit den Leuten, die zur Villa kamen? Tot. Wurden von den Sehenswürdigkeiten der Villa, den Einheimischen oder dem wunderbaren Wetter getötet. Kann ich Ihnen direkt sagen, sie blieben nicht eng beieinander. Und wenn doch, dann waren sie im falschen Moment unachtsam. Einige hinterließen Zeichen, um anderen zu helfen, aber die wurden dann nur von jemandem getötet, der noch ein bisschen gieriger war als sie selbst. Aha, irgendwelche Vorschläge, wie da durchzukommen ist? Nun, wenn man bedenkt, dass auch mein Leben auf dem Spiel steht, klar, so einiges. Halten Sie zunächst mal alle zusammen. Drehen Sie sich um und sorgen Sie dafür, dass Ihre Partner Ihnen folgen. Und lassen Sie sie nicht weglaufen. Laufen Sie auch nicht wie bekloppt irgendwo hin. Jeder Quadratzentimeter dieser Stadt ist tödlich. Und im Zweifelsfall kommt man nur mit Geduld weiter. Schreien Sie auch nicht. Erregen Sie keine Aufmerksamkeit. Seien Sie leise. Wenn das Geistervolk Sie findet, ist es vorbei. Das Geistervolk? Sind Sie die Einzigen, die hier draußen überleben? Lebendig ist ein schwieriges Wort. Die Einheimischen, das Geistervolk, bin nicht sicher, ob es auf die zutrifft, sind etwas unzivilisiert. Sie reden nicht viel, um genau zu sein, gar nicht. Haben Sie versucht, mit denen fertig zu werden? Hab versucht, mit ihnen zu reden, sie zu bestechen, Essen draußen zu lassen. Nichts. Sie haben nichts anderes versucht. Ich schon. Wenn sie sie fangen, werden sie in die Wolke geschleppt und kommen nie wieder raus. Im Gegensatz dazu wäre es eine Gnade, wenn ihr Halsband hochginge. Mein Tipp? Gehen sie ihnen aus dem Weg, denn einfach sind sie nicht umzubringen. Und wie zäh sind die? Man ballert sie nieder. Sie stehen wieder auf. Man sticht sie nieder. Sie stehen wieder auf. Deshalb habe ich ja Sprengfallen gelegt. Wenn man sie nicht in die Luft jagt, in Teile hackt oder desintegriert, stehen die Geister wieder auf. Sind nicht genug Kugeln in der Stadt für sie.
Wenn man kein richtig guter Schütze ist, sollte man eine Kugel für sich selbst aufsparen. Ich bin ein ziemlich guter Schütze. Ein Schuss, ein Treffer. So löse ich meine Probleme. Nun, Sie scheinen ja auf sich selbst Acht geben zu können. Okay. Einmal habe ich einen Glückstreffer gelandet und ihm mit einem Treibstofftank einen Arm abgesprengt. Da ist er nicht mehr aufgestanden. Also, wenn Sie so gut sind, dann zielen Sie nicht auf die Köpfe. Zielen Sie auf die Bombe. Und wenn seine Kumpels in der Nähe stehen, umso besser. Wo sind Sie hergekommen? Kumpel, es gibt mehr Geheimnisse zwischen... Moment. Es gibt mehr zwischen Himmel und... Ach, vergessen Sie es. Ich würde mir lieber Gedanken darüber machen, warum ich ein unsterblicher Hurensohn bin, als darüber nachzudenken, warum die am Leben sind. Ich bin froh, dass ich bei klarem Verstand bin. Die sind es sicher nicht. Vielleicht haben sie aber auch kein solches Ziel vor Augen gehabt. Konzentrieren? Ich hatte immer das Sierra Madre, um das ich mir Gedanken machen konnte. Die meisten Leute haben nicht so viel Antrieb, so viel Bedarf, sind meine Zeit nicht wert. Waren vor der Bombe Geistervolk. Sind es jetzt auch. Gibt es sonst noch etwas, das ich über Sie wissen sollte? Was wir auch tun, machen Sie sie nicht wütend. Normalerweise sind es nur ein paar. Vielleicht ein Rudel. Aber da draußen sind noch viel mehr. Wenn Sie rauskriegen, dass wir uns hier rumtreiben, dann wacht das ganze Wespennest auf. Will gar nicht wissen, wie viele davon diese Straßen füllen können. Aha. Nun, ich habe eines Ihrer Lager gefunden. Wozu haben Sie sie in der Villa zurückgelassen? Warum? Zum Überleben? Ich muss immer noch das Wohngebiet verlassen, um Vorräte zu sammeln. Und ich gehe nicht gerne Risiken ein. Die Villa ist gefährlich. Also habe ich dort Waffen und Stims gelassen, falls es mal eng wird. Aber dann tauchen sie auf und schnappen sich alles. Ich denke mal, dass das als Notfall zählt, also will ich mich nicht beschweren. Jedenfalls nicht so sehr. Vorräte stehlen, was zum Beispiel? Ich muss immer noch essen, glaube ich zumindest. Das bietet mir die Villa. Wenn auch nicht so glanzvoll wie in der Cantina Madrid. Als ich merkte, was man hier alles finden kann, habe ich angefangen zu experimentieren. Ich bin zwar kein Sternekoch, aber... Nun, hier ist die Mischung, wenn Sie sie vertragen können. Ich nenne sie den Sierra Madre Martini. Wie machen Sie das? Sammeln Sie Wolkenrückstände von den Wänden in einer Blechdose. Geben Sie etwas Junkfood aus den Maschinen dazu. Dann Nase zuhalten und runter damit. Hier gibt es elektrische Kochplatten, wenn Sie kein Lagerfeuer zum Mischen finden. Da gibt es noch andere Rezepte mit Wolkenrückständen. Da braucht es aber einen zäheren Überlebenskünstler als mich, um das zu brauen. Ich halte mich an die Martinis. Lecker. Ja. Das klingt ja wow. Also, Sie haben zuvor das Hologramm bei Brunnen erwähnt. Viva, kennen Sie sie? Klar, tatsächlich. Oder schätze, Vera Keys ist zusammen mit den Holo-Archiven verloren gegangen, als die Bombe einschlug, was? Auch als Geist noch hübsch anzusehen. Hat Sinclair gut ausgesucht, das muss man zugeben. Vielleicht hat sie aber auch ihn ausgesucht. Können Sie mir etwas über sie erzählen? Vera war ein großer Star, damals vor der Bombe. Nicht die beste Schauspielerin, aber sie hatte andere Talente. Schöne Stimme, schöne Beine. Aus irgendwelchen Gründen fiel sie Sinclair. Er hat hier alles gebaut auf. Als er am Haken hing, war es um ihn geschehen. Er musste sie haben. Also, ich habe sie einander vorgestellt und raten Sie mal. Er baut diesen Ort für sie, als ob sie Kleopatra wäre. War nicht immer eine Todesfalle. Vorstellen? Sie kannten sie bereits davor? Natürlich. Ist das eine Überraschung für Sie, dass ich damals wichtige Leute kannte? Mein Name stand in leuchtenden Lettern angeschrieben, klar? Ich kannte ein Dutzend Veras, oder wie sie hieß.
Vera Keys. Dachte, ich könnte es Sinclair heimzahlen, wenn ich sie ihm vorstelle. Bei den Damen war er ein Spätzünder gewesen und hatte jetzt wohl was aufzuholen. Mhm. Arrogante Drecksack. Was? Was hat es mit diesen Verkaufsautomaten überall in der Stadt auf sich? Diese kleinen Filialläden? Sinclairs Spielzeugkisten. Steck einen Casino-Chip rein, du kriegst ein Leckerli. Wie ein Hund, der Tricks macht. Stecken Sie einen Casino-Chip in eine der Maschinen und Sie kriegen was dafür. Einen Snack, eine Cola, etwas, mit dem Sie Ihr Hemd flicken können. Manchmal muss man genau wissen, wonach man fragen muss. Manchmal gibt es Codes für, Ungewöhnliches. War wohl für Notfälle gedacht. Maschinen wie diese habe ich noch nie zuvor gesehen. Ja, nun, solche Maschinen waren vor der Bombe nicht ungewöhnlich. Für Sie sind sie vielleicht erstaunlich. Für mich sind sie Abzocker ohne Seele. Gauner? Sinclair hat dafür gesorgt, dass alles Geld, was man hier ausgibt, nur in eine Richtung fließt. Auch wenn er es anders beschrieben hat. Wie hat er es beschrieben? Nannte es Selbstversorgung. Als ob er den Bewohnern einen Gefallen tun würde. Genau. Was kann man sonst noch aus der Maschine herausholen? In Notfällen kriegt man Medikamente für jede Lebenslage. Sinclair überließ das den Ärzten und Fachleuten, nicht dem einfachen Volk. Selbst Sicherheit und Wartung konnten besondere Ausrüstung von ihnen kriegen. Die Angestellten konnten sowas mit kleinen Karten freischalten. Wo finde ich die Karten? In der Gegend. Nützen mir nicht viel und sind das Risiko nicht wert, sie zu besorgen. Ich habe die Grundversorgung gesichert. Solange ich die nötigen Chips habe, um zu zahlen, brauche ich nicht viel. Aha. Erzählen Sie mir was über die Wolke. Die Wolke tauchte kurz nach der Bombe auf, glaube ich. Hab mich in kleinen Dosen dran gewöhnt. Jetzt bedeckt sie die ganze Stadt. Im Laufe der Jahre stieg sie langsam aus dem Sierra Madre auf, bis sie schließlich die Sonne verdunkelt hat. Hab den Himmel seitdem nicht mehr gesehen. Das Geistervolk stört sie wohl nicht. Sie können aber auch nicht durchsehen, weshalb ich die Wolke manchmal als Deckung benutze. In Notfällen. Ich habe noch andere Fragen. Was wissen Sie über die Villa und die Stadt? Wohngebiet, Klinik, Polizeirevier. Halten Sie sich vom Polizeirevier fern. Das ist ein echter Treffpunkt für das Geistervolk. Salida del Sol, Puesta del Sol sind Ost- und Weststadt. Sonnenaufgang und Untergang. Wenn nicht alles voll giftigem Gas wäre. In die Villa kommen Sie kaum. Die West- und Oststadt aber, da ist die Wolke und es wimmelt vor Geistervolk. Als wären es ihre Jagdgründe. Aha. Ich finde, mit welchen Waffen können Sie umgehen? Bin nicht gerade fürs Kämpfen, wenn es sich vermeiden lässt. Aber ich war immer ganz gut am Pistolenschießstand. Und mit Messern kenne ich mich aus. Mit Sprengstoffen wohl auch. Etwas. Hab eine Menge Fehler gemacht. Aber die Finger sind noch alle dran. Mhm. Lass erstmal gut. Mir kommt da fast ein Tränchen. Aber wir sprechen uns sicher später noch. Verdammt. So, was genau soll ich jetzt machen? Und sie dient zum Schande Dach. Will gar nicht. Na, wenn das mal nicht. So, ja, dann sollten wir zusammenreisen. Trommelt die Band zusammen. Domino ist wieder in der Stadt. So, lass dich kurze Zeit in einer giftigen Wolke aufhalten, ohne Chancen nehmen. Gut, dann würde ich jetzt einen Cut machen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.